Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder eine Runde PlayerUnknown's Battlegrounds zusammen mit MG. Guten Tag, er will Primorsk. Primorsk. Lass uns raus, ich bin ein Star. Ich glaube, es war einer neben mir, wenn du das nicht warst. Ich war neben dir. Okay. Wenn es du nicht warst. Hat sich rot-weiß an, dann war ich das. Ich sehe Waldo gerade nicht. Wo ist Waldo, Freunde? Irgendwo im Nebel. Ich sehe gar nichts. Ich sehe deinen Schirm. Dich sehe ich, aber sonst sehe ich keinen hier. Aber sonst habe ich keinen auf dem Schirm. Ich bin jetzt aber auch einfach irgendwo mittendrin gelandet. Ja, die können aber auch ein Stück weiter reingeflogen sein, ne? Ja. Rotpunkt und Erste-Hilfe-Koffer. Na, ist schon mal eine Grundlage. Ich habe eine Pistole. Wäre geil, hätte ich auch eine Waffe, um mich zu wehren, wenn jemand reinkommt. Na, du kannst eine Granate. Eine Waffe. Schmerzmittel? Ich habe eine Ump. Polizeiweste, dann kann ich auch den Erste-Hilfe-Koffer wieder mitnehmen. Ich habe so viel Heilungsstuff jetzt schon. Ne? Ich habe gerade mal, ich bin im ersten Haus noch. Nice. Ich habe echt zum Heilen. Ne? Oh, ich habe die Mini 14. Noch ein Energy, läuft bei dir? Hatte ich noch nie. Hier liegt Moon, aber keine Waffe dazu. Hm, Schalldämpfer MP. Läuft bei dir? Ich glaube, unten habe ich noch eine Sache vergessen, oder? War ich da? Da war ich auch, okay. Okay, noch ein paar Schuss für die Mini 14. Puh. Geiler Scheiß. Wir sind nicht safe. Also das Haus hat mir gefallen. Oh, na, bist du endlich mal. Jetzt noch ein Ausrüstungshaus und dann ist super. Ja gut, die 9 mm nehme ich aus, so viel wie ich kann. Also nichts. Bin mal ganz kurz AFK. Mitten in der Aufnahme. Ja.
Um den Nippel zu so, da bin ich wieder. WB. Fun Fact, meine Leute haben dich nicht gehört. Läuft bei dir. Ich hatte mich gemutet. Ich dachte, ich mute nur meinen Sound, aber dann ist mir aufgefallen, dass ich ja komplett gemutet bin immer. Ich hab ne M16A4. M416, nice. Entschuldigung. Jetzt brauchen wir nur noch ein Auto. Ne UMP mit Charlie. Und ich brauche halt auch noch Waffen. Ich habe eine Mini 14 gedroppt. Ich weiß aber nicht wo. Ich nehme mal sicherheitshalber noch Sprit mit. Oh, Rucksack endlich. Midi-Staff. Ich habe auch eine 3er Schutzweste. Hier ist eine M16. Ich komm. Zweiter Stock. Bin also unterwegs. Erster Stock. Entschuldigung. Erster Stock, schon? Nicht zweiter. Ah, den Griff nehme ich mir mit. Taktisches Lager oder sowas hast du nicht bei, oder? Nee. Leider nicht. Ich würde mal sagen, wir laufen schon mal los. Na, wir laufen erstmal die Straße entlang, würde ich sagen. Welche Straße laufe ich entlang? Hier ja, ist eine Straße. Dann nehmen wir die Hauptstraße, ne? Die lohnt sich mehr. Also ein bisschen. Im Normalfall jedenfalls. Ist halt echt kein kurzer Weg. Hm. Ah, 60 Leute noch. Das Problem ist, man sieht halt auch nicht, ob hier irgendwo ein Auto steht oder nicht. Und zumindest also nicht ganz schlecht. Ja. Das ist ein Turm? Nee. Also was anderes wie ein Holo oder ein Vierfach-Scope macht hier echt keinen Sinn. Ich hab ein Vierfach. Ein Achtfach macht definitiv keinen Sinn mehr. Selbst ein Vierfach macht schon eigentlich keinen Sinn. Gott, wir müssen halt echt weit, nur zwei Blöcke jetzt noch. Ja, ja. Ich meine, ich habe Heilungsstuff ordentlich dabei. 3 Erste-Hilfe-Koffer, 2 Schmerzmittel quasi. Ich nur einen Erste-Hilfe-Koffer, 5 Verbände. Verbände habe ich auch noch 10. Dafür habe ich 240 Schuss für meine M16. Läuft bei dir. Und für meine UMP. Nochmal 210. Wusstest du, dass es am Anfang einen Cheat gab? Also den haben die mittlerweile rausgepatcht. Also so eine Config-Änderung, dass man den Nebel wegmachen kann. Krass mies, oder? Ja. Ja gut, kommt vor, ne? Ist ja gut, dass sie dann handeln und das rausnehmen. Ja, muss das sein. So was egal ist, ne? Guck dir mal so ein COD zum Beispiel an. Die werfen das Spiel auf den Markt und es wird nichts mehr nachgebalanced. Ja. Also gibt es dann eine Imba-Waffe und die spielt dann jeder. HVK mit Thermalwiesen. Oder auch, ich denke nur an Havoc mit, boah, was war denn das? Eh schon wahnsinnig schnelle MP. Und dann noch Schnellfeuer drauf, erweitertes Magazin. Ist da vorne ein Auto oder ist das ein Stein? Rechts ist ein Auto, oder? Ja. Bei dir ist ein Stein. Ist das da? Ich tank mal. Ich markiere mal irgendwas, wo wir safe sind. Ja, ich fahr mal hier die Straße lang. Jetzt kommen die Autos, guck! Hm. Ja, wenn man einmal eins gefunden hat. Ja, ja. Alter, schreibt echt einer bei mir in die Kommentare gerade, bitte liken, damit er es sieht. Freunde, ich sehe jedes Kommentar. Ich krieg so wenig, dass ich noch jedes sehe. Locker, flockig. Scheiß, ohne bei dem Problem. Wetter würde ich nicht mit 120 rumgurken. Normalerweise. Ich weiß, wir hatten mal so Wetter in Deutschland. Das war Neujahr 2008.
weiß ich noch haargenau. Ich komme nach Hause, ne? Musste vom Hauptbahnhof aus laufen. Mein Vater kommt 5 Minuten später nach Hause, total betrunken, ne? Und ich sag, ja, ich musste vom Hauptbahnhof laufen, was weiß ich. Oh, hättest du angerufen, ich hätte dich abgeholt. Total betrunken. Ja, ja, ja. Fadi, klar. Es fuhr auch kein Taxi, nix. Also echt gar nichts. Ja. Weil es halt genau so Nebel war. Man hat echt die Hand nicht vor Augen gesehen. So viel Nebel haben wir öfters. Also das ist übel. Ich weiß, mir wurde damals, du fährst gerade im Pokémon rein. Nochmal Richtung geändert. Mir wurde damals der Weg erklärt vom Bottrop, von der Gartenanlage, wo wir gefeiert haben das Silvester, bis zum Hauptbahnhof. Das sind 10 Minuten zu Fuß. Die haben gesagt, nach der Brücke rechts abbiegen. Ne? Ja. Ich habe die Brücke nicht gesehen. Ich bin über die Brücke drüber, habe nicht gesehen, dass ich auf einer Brücke war. Oh, geiler Scheiß. Ich bin also erstmal weitergelaufen, bis mir irgendwann welche entgegenkamen. Ja, weißt du, wo hier der Hauptbahnhof ist? Ich, ja, ja, in die Richtung. Nee, uns wurde gesagt, in die andere Richtung. So, ich war also schon längst an der Brücke vorbei. Oh, ah, geil. Mega gut. Markier mir irgendwas in der Mitte mal. Habe ich gemacht. Danke. Ich weiß halt nicht, wo ich hinfahre. Ich auch nicht. Da sind wir schon zwei. Ja, irgendwie hört sich das Auto gerade an, wie das gleich der Motor platzt. Okay, markiere mir die neue Mitte. Ja. Lustig wäre es, wenn ich jetzt mit dem Nebel einfach einen überfahren würde. Der dich gar nicht ankommen sieht, so. Und den ich nicht sehe. Wahrscheinlich hast du schon 2 Kills noch nicht mitbekommen. So. Ja, ja. Vor Nebel die Anzeige nicht gesehen. Ah, dann links war ein Busch. Immer wieder mal durch Büsche fahren. Vielleicht sitzt da einer drin. Wie im PUBG, in H1Z1 drin. Also oh, das war knapp mit dem Baum. Hättest du nicht gelenkt? Ja. Glück muss man auch haben. Aber hier ist aber daneben ein bisschen besser. Gekonnt. Gekonnt und Damage gemacht, nice. Ja? Muss man erstmal schaffen. Das war ein Stein. Ja, ich hab's gehört. Gesehen kann das ich war ein Baum. Gesehen kann man ja nicht sagen. Nehme ich jetzt, um mich voll zu hören. Ein Energy. Nice. Ja, im Nebel bringt auch hinlegen mal wieder was. Allgemein hat man ja. Also die Vision von den Gegnern ist mega schlecht. Da sind nur Pinöppel. Ist da jemand? Auch nur Pinöppel. Wir sind hier nicht weit weg von so. Von Yasnaya, ne? Ich sehe es gerade. Das war Dreck auf dem Bildschirm. Das ist dann bitter. Ja, manchmal, ne, man weiß halt nicht. Man hat halt echt eine Orientierung gegen Null. Ja, Orientierung habe ich schon, also ich weiß, wo ich bin, aber man sieht ja nichts. Ich weiß auch nur, wo wir sind wegen der Map. Nee, sonst wüsste ich auch, dass wir hier bei den Puzzlehäusern... Nein. Hier ist zwar kein Puzzlehaus, aber egal. In Yasnaya sind durchaus auch Puzzlehäuser. Ja, aber die sind ein bisschen weiter drinnen. Auto, vor uns, irgendwo. Ist nach Osten gefahren. Okay, zu den Häusern da, oder? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nur gehört. Die Häuser sind, also die eine Tür ist zu. Eine andere Tür sehe ich nicht. Doch, die ist auch zu.
Schüsse irgendwo weiter hinten. Wir haben wohl jemanden entdeckt. 43 noch am Leben. Und das ist jetzt auch die zweite Hälfte. Vor allem waren da 33 oder so, oder? Ja. Wie viele sind wir überhaupt am Ende gewonnen, weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Ein Airdrop? Komm, Airdrop, fall direkt bei uns runter, denn sieht doch eh kein. Airdrop ist ja auch am Arsch, oder? Das ist eher. Geht, der leuchtet halt so rot, glaube ich, ne? Also den sieht man schon noch eher, glaube ich. Also ich sehe das Flugzeug. Wirklich? Ja, da im Nordwesten. Ah ja, da ganz leicht. Ja, ich wüsste jetzt nicht, ob der den Airdrop schon abgeworfen hat oder noch nicht. Ich auch nicht. Ich sehe jedenfalls nichts dergleichen. Boah. Einfach mal abwarten und Tee trinken. Willst du dir eine bessere Deckung suchen, oder? Naja, aber wir sind gut gedeckt eigentlich. Ja. Durch den Nebel. Da unten ein Stein. Unten Stein, ja. Komm, wir werfen noch eine Rauchgranate. Nein. Das können wir auch machen. Hast du jetzt echt was geworfen? Oh, die fällt aber auf. In der Tat. Die ist aber gleich weg. Na, ja, krass, ja. Fällt die jetzt nicht auf, definitiv. Nee. Da oben ist, glaube ich, die Tür auf. Aber da sitzt keine. Die Aussage finde ich schon mal gut. Im Westen, ja, guck doch mal, da ist so die. Das Haus so ein bisschen da. Ganz leicht sieht man so, als wäre das eine Tür. Ah ja. Du vielleicht mit deinem Vierfachscope. Auto? Südlich? Da vorne? Ja, ich seh's. Wo sind die hin? Die sind weitergefahren nach Norden. Ich wollte gerade mit dem Schalli drauf schießen. Ich wollte auch gerade schießen ohne Schalli. Also wir sind immer noch genau mittig eigentlich. Boah, ja, ja, Freunde. Das mit der Red Zone, glaube ich, stimmt nicht. Weil wenn da einer sitzt, also bitte. Ja, das stimmt wohl. Der heilt sich noch hoch. Ich glaub, Schüsse aus dem Norden, von den anderen Typen wahrscheinlich. Ne. Schießen die einfach auf Verdacht oder wissen die, wo jemand ist? Ist das jetzt die Frage? Noch ein Auto, oder? Ja, wieder aus dem Süden. Wird langsamer. Es sind ausgestiegen, stehen am, ja, Stein unten. Steht da genau so am Stein, dass ich sie nicht sehe gerade? Jetzt sehe ich sie. Er hat sich hingelegt, genau dann, wenn ich schießen wollte. Habe ich eine. Aber ich bin down. Hinter mir zwei Stück. Oh, die kamen gerade mit dem Motorrad an. Ich bleib mal liegen. Mhm. Vor dir direkt. Beide down. Bin ich der letzte Überlebende? Nein, da hinten ist noch einer. Wo hinten? Irgendwo weiter hinten am Stein. Ist der. Vielleicht kann er sogar seinen Kollegen noch holen. Ich weiß nicht, ob der Kollege down war. Denk dran, ich habe einen Vierversuche. Ah ja. Hast du eine Granate? Nein. Ah, fuck. Na, er hat dich. Bullshit.
Eieiei, Freunde, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei Gaming Ninjas vorbei. Bis dann, haut rein. Ciao. Ciao.